Ich persönlich denke, es ist wirklich wichtig, dass die Leute auch im Westen, die ja medizinisch relativ gut versorgt sind, ja, wo das Virus auch viel Probleme hat, aber einfach über den Tellerrand hinwegschauen können. Also klar geht die Öffentlichkeitsarbeit auch immer um Spenden und um Gelder, weil das brauchen wir, um zu helfen, und man kann mit wenig Geld hier viel helfen. Aber es geht vorrangig auch darum, dass man sich bewusst wird, wie groß die sozialen Unterschiede in der Welt sind. In Deutschland erwartet man, dass man ein Krankenhausbett, ein Intensivbett, einen Beatmungsplatz oder sogar eine ECMO-Maschine bekommt, damit das Überleben gesichert ist. Hier in Nepal ist man froh, wenn man in einem Krankenhaus überhaupt einen Platz bekommt, geschweige denn die beste medizinische Versorgung. Das ist auch alles immer limitiert mit Geld. Man muss hier in den besseren Krankenhäusern, wenn man zum Beispiel für Covid eingeliefert wird, erstmal über 1000 Euro vorlegen, bevor man überhaupt aufgenommen wird auf die Intensivstation. Das heißt, viele Menschen können sich das überhaupt nicht leisten, Gesundheitssystem zu haben. Und ich denke, es ist wichtig für uns, die wir aus Ländern in Europa oder Amerika kommen, die gut versorgt sind, das zu sehen und einfach dankbar zu sein dafür, was wir haben, dass wir geschultes Personal haben und dass wir medizinisch so weit wie möglich versorgt werden können. Zum anderen geht es natürlich auch um die Aufklärungsarbeit dabei, einfach mal ein Verhältnis zu kriegen zu dem, was in anderen Ländern möglich ist. Ja, ein Oxygen Concentrator, also ein Sauerstoffgerät, was man lokal auch benutzen kann, kostet 800 Euro, kann aber in den nächsten 2 bis 3 Monaten 5 bis 10 Menschen das Leben retten oder zumindest helfen. Das heißt, mit kleinen Investitionen kann viel gemacht werden. Und ich denke, das sind wir uns manchmal nicht mehr bewusst bei Preisen von 2.000 bis 3.000 Euro für ein Intensivbett in Deutschland pro Tag. Und ich denke, es ist wichtig, auch die Realität dieser Pandemie zu sehen. Und die ist halt nun mal nicht nur auf mein Dorf, meine Stadt oder mein Land beschränkt, sondern eine Pandemie ist weltweit und hat einen weltweiten Einfluss. Und wenn eine Escape-Mutante sich in Indien bildet, dann wird die irgendwann nach Deutschland kommen. Weil Deutschland ist nicht Australien oder Neuseeland, eine Insel, die sehr stark reglementieren kann, wer rein und rauskommt. Deutschland ist in der Mitte von Europa. Menschen kommen und gehen und jegliche Varianten werden sich früher oder später über die ganze Welt verteilen. Von dem ist es eigentlich ein weltweites Problem. Man kann eine Pandemie nicht auf ein Land beschränken und ich denke, das muss man in der Öffentlichkeit auch sagen. Was ich auch sehr wichtig finde bei dem ganzen Thema Öffentlichkeitsarbeit ist, anständige Informationen zu bekommen. Die Pandemie ist kein Joke. Menschen sterben weltweit, in Indien momentan offiziell 3.500. Man kann davon ausgehen, dass das mindestens 10-mal so viele über die nächste Zeit werden und auch, dass natürlich die Regierung nicht will, dass so viel nach außen dringt. Das heißt, die Zahlen sind schon mal von der Regierung überarbeitet.